Schon als Kind hatte Anja den Wunsch, eine eigene Familie zu gründen. Sie verbrachte ihre Kindheit mit ihren Eltern und drei weiteren Geschwistern auf einem Bauernhof in Bergfeld-Menno. Als sie dann erwachsen war und geheiratet hatte, hoffte sie, dass Gott ihr diesen Wunsch, Mama zu sein, erfüllen würde. Doch es kam anders. Willkommen bei Frauen wie wir. Hallo Anja. Hallo. Anja, du hast seit jeher von einer eigenen Familie geträumt. Woher kam das? Also, das ist eine gute Frage. Wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, dass es einfach daher kam, dass wir als Familie sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Zeiten, die mich sehr, sehr glücklich gemacht haben, auch wenn ich immer alles rosig war. Wir haben besondere Erlebnisse miteinander gemacht, wie wahrscheinlich auch viele Familien, aber meine Eltern sind halt viel mit uns baden gefahren. Wir haben Picknick gemacht, mitten auf dem Feld mit meinem Papa. Erst die Arbeit, dann das Spiel, dann fuhr Mama mit uns zur Oase baden. Und wir haben halt wirklich alles oder das meiste zusammen, Mama und Papa und Kinder, gemacht. Und Familie hatte daher für mich einfach immer einen sehr hohen Wert. Und ich wollte das, was meine Eltern mit uns machten, auch mit unseren Kindern machen, wenn wir nochmal Kinder haben würden. Und ja, als ältestes Kind habe ich halt auch viel Verantwortung zu Hause übernommen für meine kleineren Geschwister. Und das alles zusammen hat wohl dazu beigetragen, dass ich diesen Traum einfach hatte. Und vielleicht hat Gott ihn mir dann schon ins Herz gelegt. Nach so vielen schönen Familienerlebnissen in deiner Kindheit wolltest du dann auch eigene Kinder haben. Das klappte erstmal nicht. Wie wirkte dieser Gedanke, keine Mutter zu sein, auf dich und auf euch als Ehepaar? Also, wie bei den meisten haben auch wir, waren wir erst einfach mal verheiratet und haben die Zeit zu zweit genossen. Irgendwann haben wir dann entschieden, jetzt ist es soweit, jetzt würden wir gerne Kinder haben wollen. Und dann passierte nichts, also ich wurde nicht schwanger. Ich hatte immer so im Hinterkopf, also ein Jahr lang kann es ja dauern, länger nicht. Irgendwie war das so meine Zeitgrenze. Und das hat doch tatsächlich ein Jahr gedauert. Und dann besprachen wir so, gut, dann ist jetzt ein Arztbesuch dran. Nach diesem Arztbesuch haben wir eigentlich nicht mehr und nicht weniger gewusst wie vorher, nur einfach, dass alles in Ordnung ist, soweit man dann feststellen konnte. Wir haben ja keine großen Untersuchungen dann gemacht, aber ja, und dass wir einfach abwarten müssten, ne, wann es soweit war. Aber irgendwie nach diesem einen Jahr, weil ich mir ja selber diese Grenze gesetzt hatte, fing für mich konkretes Warten an. Also wirklich Monat für Monat. Und es tat sich nichts. Es tat sich nichts. Und ich wartete und ich wartete. Ich war dann schon mehrere Jahre lang Lehrerin gewesen. Irgendwie fing dieses ganze Thema an, meine Arbeit zu belasten. Meine Arbeit als Lehrerin, unsere Ehe fing das Ganze an zu belasten. Haushaltsführung, einfach alles war irgendwie belastet mit dem Thema. Anja, wir sind ja befreundet und ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als wir alle aus unserem Freundeskreis Eltern wurden zum ersten Mal, ihr aber nicht. Was war besonders schwer für dich in dieser Zeit und was hat dir aber trotz diesem wieder Hoffnung gegeben? Erstmal ist es ja so, dass du dann irgendwann denkst, alle sind schwanger und alle haben Babys und alle dürfen jetzt Kinderzimmer einräumen und alle Elternleute werden jetzt Oma und Opa und alle bekommen Cousinen und Cousins, was ja aber gar nicht wirklich so ist. Aber weil ich irgendwie so sehr bewusst wartete und wartete und wartete und sich der Wunsch nicht erfüllte, fing es an, so weit zu kommen, dass ich wirklich eigentlich immer nur daran dachte. Also ich sage mal, das war wie verhext. Also man hätte mir sagen können, diese Wand ist weiß gestrichen und dann hätte ich gedacht, ja, aber wenn man Kinder hätte, sollte man die vielleicht farbig streichen oder irgendwas, also wirklich irgendwas. Jede Bemerkung, jedes Gefühl, alles, was ich sah, alles, was ich schmeckte, was ich roch, alles war einfach irgendwie Baby, Kinderwunsch. Okay. Und was ja eigentlich auch logisch ist, fing das Ganze an, unsere Ehe sehr zu belasten. Ich würde nicht sagen, dass wir in einer sehr tiefen Krise steckten. Und dennoch mussten wir uns irgendwann entscheiden. Also was bringt dieses Thema uns auseinander oder bringt uns das zusammen? Und
Auch mein Beruf als Lehrerin war sehr, sehr belastet. In Wirklichkeit liebte ich Lehrerin sein, aber irgendwann wollte ich nicht mehr andere Kinder da haben. Dann dachte ich, geht doch alle nach Hause, ich will meine eigenen Kinder haben. Ja? Und Haushalt, ich fand Haushalt einfach so sehr belastend und so schwer und so, ich weiß nicht, ich hatte einfach keine Motivation dazu, weil ich ja Mama sein wollte. Ich wollte ja einfach nur Mama sein. Okay. Ich dachte daran, ein Fernstudium zu machen als Erziehungsberaterin, aber dann dachte ich, nee, wer kann auch schon Eltern beraten, wenn man selber keine Kinder hat, ja? Nee, also überlegte ich noch, naja, vielleicht habe ich ja irgendwann noch mal Kinder, aber irgendwie traute ich mich dann nicht. Jetzt denke ich manchmal, hätte ich wahrscheinlich machen sollen. Dann hatte ich ja Zeit, ja? Ja, aber irgendwann, ich weiß auch nicht, das wird vielleicht nach 2 oder 2,5 Jahren Wartezeit gewesen sein. Dann kam Ilvio an einem Abend, also Ilvio, mein Mann, kam an einem Abend zu mir und sagte einfach nur, Anja, kann ich mal mit dir sprechen? Da dachte ich, ja, was kommt jetzt? Und dann sagte er, weißt du was? Mir ist das einfach zu viel mit diesem Thema, einfach zu viel. Und dann fing ich an zu heulen und sagte nur, mir auch, mir ist das auch alles einfach viel zu viel, aber ich kann das nicht loslassen, sagte ich, ich kann einfach nicht. Dann sagte ich, ich habe schon 1000-mal gebetet, Gott, hilf mir mal, dieses loszulassen, aber ich kann einfach nicht, ich kann nicht, das verschwindet einfach nicht. Und nach vielen Tränen und Gebet an diesem Abend hat sich mein Gebet verändert, das habe ich aber erst im Nachhinein gesehen. Wahrscheinlich ist das einfach der Heilige Geist gewesen, der mir da etwas gezeigt hat. Ich habe es überhaupt nicht mal wahrgenommen. Aber ich fing einfach an zu beten, also anstatt zu beten, Gott, hilf mir bitte diesen Wunsch oder dieses ganze Thema loszulassen, habe ich einfach gesagt, habe ich angefangen zu beten, Gott, ich kann nicht loslassen, bitte nimm dieses Thema von mir. Und da merkt man, also anstatt, dass ich jetzt loslassen muss, dass ich die Aktive sein muss, dürfte Gott einfach aktiv werden, weil ich nicht konnte. Und das hat er gemacht. Das war ein paar Wochen später. Ich weiß nicht, es ist eigentlich interessant, ich weiß nicht, wo ich war, noch wann, in welchem Zeitpunkt ich das gerade wirklich erlebt habe, aber ich bekam ein Bild oder eine Vision, wie immer man das nennen würde, dass ich einen Luftballon in den Händen hielt. Ich war in der Schule und wollte mit meinen Schülern einen Stehkreis machen. Und da hatte ich meine eine Hand besetzt. Ich hatte ja einen Luftballon zu tragen. Ich klemmte mir den zwischen die Knie und watschelte irgendwie im Kreis herum mit meinen Schülern. Dann sah ich, wie ich an der Tafel irgendwie was machen wollte. Und ich brauchte ja beide Hände, aber wohin mit diesem Luftballon? Ich klemmte mir den zwischen die Beine und am Arm irgendwo hin. Ich wollte meinen Haushalt machen. Wie wäscht man den Boden mit einer Hand? Jetzt, wo man Kinder hat, findet ja man vielleicht Wege, aber wirklich. Also wie wäscht man den Boden mit einer Hand? Wohin mit dem Luftballon? Und das Kinn. Ich weiß nicht. Und ich sah, wie ich Ilvio umarmte, meinen Mann, und wie ich entweder ihn nur mit einem Arm umarmte und in der anderen Hand meinen Luftballon hielt, oder wie ich den Luftballon zwischen uns klemmte und ihn umarmte. Und dann stand ich da mit diesem Luftballon und dann sagte Gott zu mir, jetzt darfst du ihn loslassen. Und in diesem Moment konnte ich mich nicht gleich dafür entscheiden. Mir kamen Zweifel. Ich überlegte, was passiert jetzt, wenn ich diesen Luftballon loslasse? Fliegt er jetzt weg irgendwo hin, knallt er kaputt und der Wunsch ist für immer weg? Fliegt er irgendwo in die Luft? Ich weiß nie mehr, wo der geblieben ist. Alle möglichen Zweifel, aber auf einmal machte ich das einfach. Und dann schwebte dieser Luftballon einfach ein Stück weit nach oben und da saß Gott, nahm den Luftballon in die Hand und schaute mich freundlich an. Und da wusste ich, dieser Kinderwunsch, dieser Luftballon ist bei Gott sicher. Er wird auf den aufpassen. Der bleibt, der darf bleiben, nur er ist jetzt an der richtigen Stelle und ich darf mein Leben weiterleben. Und es ist einfach unglaublich, wie ich endlich wieder beide Hände frei hatte, wie ich Schule genießen konnte, meine Schüler wieder mit beiden Händen erleben konnte, meinen Haushalt, unsere Ehe und wie sich einfach alles so sehr, sehr verändert hat seit dem Zeitpunkt. Wow, das ist beeindruckend, diese Luftballon-Geschichte. Kannst du uns ganz praktische Tipps geben, die dir in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit geholfen haben, die du dann praktisch umgesetzt hast? Ja, da wären mehrere Sachen. Eines
ist, dass ich mich sehr bewusst konfrontiert habe mit diesem Thema. Also wie du erst schon sagtest, waren wir ja in dem Alter, wo viele anderen, wo viele Freunde Babys hatten, Babyshower, Kinderzimmer einrichten und streichen und alles Mögliche. Und ich habe immer wieder gedacht, meine Freunde sind nicht daran schuld, dass ich nicht schwanger werde und ich will mich mitfreuen. Das ist, was Gott von mir will. Ich will mich einfach mitfreuen. Und ich bin ganz bewusst zu Babyshower gefahren. Ich habe ganz bewusst ein spezielles Geschenk ausgesucht für irgendein Baby oder für eine Mama und ihr gesagt, du bist tapfer. Ja, einfach konfrontieren und mich mitfreuen. Das war eine Sache. Dann auch einfach offen zu sein, diese Sorge oder diesen Wunsch, diese Last, die es für mich zum Teil ja geworden war, oder dieses Thema mit anderen zu teilen. Also ich weiß, dass vielen von uns das schwerfällt, sich mitzuteilen, aber ich frage mich manchmal, wieso eigentlich? Was ist das für ein Problem? Wieso eigentlich? Wir haben doch alle irgendwas, was wir mit uns rumschleppen. Und ich fand das sehr erleichternd, dass ich auch andere informieren konnte, dass keine anderen Leute spekulieren mussten darüber, ob wir schon uns Kinder wünschen oder nicht oder irgend sowas, sondern dass ich einfach sagen konnte, ja, wir wünschen uns Kinder, aber noch funktioniert's nicht. Mal sehen, was Gott für uns im Plan hat. Und dass halt auch andere mitgebetet haben und mitgeweint und mitgelacht haben. Eine andere Sache war das Thema Neid. Also Neid kam bei mir natürlich auch auf. Neidisch auf Babys, auf die Liebe zwischen Müttern und Kindern, auf darauf, dass andere konnten so schöne Babysachen kaufen und ich nicht. Ich meine, ich konnte ja, aber wozu? bis ich an einem Tag Gott mir das einfach ganz klar gezeigt hat, Neid ist Sünde, Anja. Neid ist Sünde. Auch wenn es für dich in diesem Moment verständlich ist, normal ist, würden wir vielleicht sagen, aber Neid ist Sünde. Und ich habe Buße getan darüber, auch immer wieder, und Gott gesagt, vergib mir, ich bin schrecklich neidisch, vergib mir. Und ersetz meinen Neid einfach durch Mitfreuen und durch Segnen. Und ich habe andere bewusst gesegnet, ihre Schwangerschaften, ihre Babys, ihre Beziehungen mit ihren Kindern. Was nicht weiter half, war Ratschläge wie, ohne Kinder ist es ja auch einfacher, du kannst Gott sogar noch besser dienen ohne Kinder. Was aber auch normal ist, da haben wir Gelegenheit zu vergeben, aber auch einfach zu denken, wahrscheinlich verletze ich auch andere durch Kommentare, so. Ja, genau, Ratschläge sind auch Schläge, sagt man manchmal, ja? Genau, Ratschläge sind auch Schläge. Ja, was für mich auch sehr, sehr hilfreich war, war, dass gute Freunde von uns teilhaben ließen am Leben, an ihrem Familienleben. Sie hatten dann ihren ersten Jungen und das werde ich nie vergessen, dass der als Baby bei uns bleiben durfte, tags oder sehr bald schon zu Nacht und dass diese Eltern mir oder uns dazu dieses Kind anvertrauten und uns es zutrauten, auch Eltern zu sein oder mir das zutrauten, Mama zu sein, auch wenn ich keine leibliche Mama war in dem Moment. Und das habe ich einfach sehr, sehr genossen. Ich durfte mit diesem Kind zusammen Geburtstagsfotos machen, alles Mögliche. Ja, ich fühlte mich wie eine zweite Mama und das war sehr, sehr, sehr wertvoll für mich. Und eine andere Sache ist auch Selbstreflexion. Also irgendwann kam ich bis zu dem Punkt, wo ich überlegte, warum will ich eigentlich unbedingt ein Kind haben? Also worum geht es mir jetzt eigentlich? Nur weil ich glücklich werden will, bin ich dann eigentlich gar nicht glücklich? Oder ist ein Kind das Einzige, was mir jetzt Erfüllung bringen kann? Will ich jetzt einfach dazugehören? Also alle anderen haben Babys. Und ich will auch eines haben, ich will nicht auffallen, ich will nicht Gesprächsstoff sein, was immer. Und ich habe einfach darüber nachgedacht und mir ist irgendwann sehr bewusst geworden, dass Gott will oder dass Gott sich für uns wünschte, dass wir erst glücklich sind. Dass wir erst glücklich sind. Und vielleicht würde er uns da noch mit einem Baby überglücklich machen, ja? Okay. Auf jeden Fall, dass das Baby oder ein erfüllter Kinderwunsch nicht das Ziel haben darf, uns glücklich zu machen. Weil du ja da auch automatisch die Verantwortung auf dein Kind später überträgst,
dich glücklich zu machen, weil es ja das ist, worauf du immer gewartet hast, ja. Gut, dann kam der Umzug nach Kanada. War die damalige Situation, dass ihr keine Kinder hattet, mit Grund dafür, dass ihr nach BC gezogen seid? Für meinen Mann schon. Er hatte gehofft, dass ich dieses ganze Thema in Paraguay lassen würde. Okay. Und dass wir mal endlich über anderes reden würden. Für mich aber nicht. Also für mich war es einfach so, dass ich mal in Kanada leben wollte, weil es auch mein Geburtsort ist. Und genau, weil ich mir das immer gewünscht hatte. Ihr habt euch dort auch eine Gemeinde aufgesucht. Da hattet ihr dann ein ganz besonderes Erlebnis. Erzähl doch bitte mal. Also meine Cousine und ihre Familie, die haben uns mitgenommen zu ihrer Gemeinde, schon gleich am Anfang, als wir nach BC gezogen sind. ACC heißt die Gemeinde, das war eine kleine Gemeinde mit circa 60, 70 Mitgliedern. Wir waren einige Male da gewesen und die Leute kannten uns noch überhaupt gar nicht. Vielleicht war das sogar das zweite Mal, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, an einem Sonntag, dann gab es darüber eine Predigt, wie wir dem Heiligen Geist gehorchen sollen und einfach das tun, auch wenn das für uns nicht logisch ist. Und irgendwie wusste ich dann, ich muss Zeugnis geben. Ich ging nach vorne, ich konnte ein bisschen Englisch, aber nicht wirklich fließen. Und ich fing einfach an und sagte, ich will mal etwas erzählen. Und ich habe ihnen einfach unsere Geschichte erzählt. Und die Leute haben weitergeholfen mit Worten suchen und weiß ich was alles, ne? Und die Leute in dieser Gemeinde gingen eigentlich gerade durch eine Krise, würde ich mal sagen. Oder da war viel mit, die Gemeinde wurde gerade kleiner, da gingen Glieder und irgendwie da war ein Pastorwechsel gewesen und so. Und irgendwie war dies so der richtige Moment, von Gott geplant wahrscheinlich, dass die Leute sehr offen waren und einfach mehr wollten oder Neues wollten oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben die uns dann sehr, sehr ernst genommen und das wurde wirklich für die ganze Gemeinde ein Anliegen, dass wir uns so sehr Kinder wünschten. Die haben mitgebetet, die haben nachgefragt, die haben sich mitgefreut über Siege und mitgeweint über Kämpfe. Das war einfach unglaublich, wie die sich in unsere Situation gestellt haben. Und das war wirklich nach ein paar Monaten, glaube ich, las ich an einem Morgen die Bibel und dann sah ich dann Psalm 127, 128 in den Kapiteln, dass da im Zusammenhang steht, dass ein Mann, der den Herrn fürchtet, eine fruchtbare Frau haben wird. Und irgendwie, ich wusste, dass da so irgendwas steht, aber ich hatte auch diesen Teil immer übersprungen, weil ich dachte, das gilt nicht für uns und ja, wollte mich auch nicht damit konfrontieren. Und irgendwie in diesem Moment machte es einfach, wurde mir einfach klar, also hier ist irgendwas. Ich ging zu Elvio und sagte, Elvio, fürchtest du Gott? Der guckte mich so an. Ja, warum? Dann sagte ich, das bedeutet, dass ich fruchtbar bin. Und dann fingen wir einfach so an zu beten. Wir sagten zu Gott, in deinem Wort sagst du, ein Mann, der den Herrn fürchtet, wird eine fruchtbare Frau haben. Elvio fürchtet dich, der liebt dich. Also bedeutet das, dass ich fruchtbar bin. Wir danken dir dafür, dass ich schwanger bin. So haben wir gebetet. Okay. Und ob ihr es glaubt oder nicht, in dem Monat wurde ich schwanger. Ehrlich gesagt, als ich meine Schwangerschaftstests wohlgemerkt, ja, viele machte, dachte ich immer, na, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. obwohl ich in diesem ganzen Monat mich ja damit konfrontiert hatte und wirklich im Glauben gebetet hatte. Aber manche sagen auch, ja, wie kann man so großen Glauben haben? Mein Glaube war überhaupt nicht groß. Ich habe einfach Gottes Verheißung genommen oder wir zusammen und wir haben gesagt, dies ist, was dein Wort sagt. Und dann, was ich hunderte Male gebetet habe, ist einfach, ich glaube und vergib mir meine Zweifel, ersetze meine Zweifel durch Glauben, ersetze meine Zweifel durch Festhalten an dein Wort. Und das war bis zuletzt, so bis ich merkte, dass ich schwanger bin. Ja, und dann war ich schwanger. Dann war der Moment gekommen. Die Gemeinde hat sich so sehr mitgefreut. Und das Wunderbare an diesem Ganzen war auch, dass dadurch, dass sie so mitgebetet und
geweint, gefiebert hatten, dass das Ganze für sie jetzt auch so ein großes Erlebnis mit Gott war. Und das hat mich nachher so sehr ermutigt, andere teilhaben zu lassen und wirklich auch füreinander zu beten, weil dann öffnen wir uns einander oder füreinander öffnen wir dann auch Wege, dass wir Gott erleben können und Wunder mit ihm erleben können, auch durch Krisen von anderen Menschen, ja. Heute habt ihr zwei Mädchen, Amaya und Mia. Du hast dir eigene Kinder gewünscht, damals, als du noch nicht wusstest, was es bedeutet, eigene Kinder zu haben. Was kannst du jetzt im Nachhinein sagen? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast, oder ist es anders? Also, es ist auf jeden Fall herausfordernder als gedacht. Wirklich, ich finde es anstrengender, zwei Kinder 24 Stunden zu haben, als 30 Schüler zugleich in einem Klassenzimmer. Ja. Aber die Liebe ist auch viel, viel tiefer, als ich es mir je erträumt hatte oder je vorgestellt hatte. Man denkt ja vielleicht mal darüber nach, wie sehr man lieben kann. Aber so eine unendliche Liebe, so eine bedingungslose Liebe, ja, das hatte ich mir auch nicht erträumt. Okay. Was genießt du heute besonders am Mama-Sein? Ich genieße es von ganzem Herzen, wenn ich sehe, wie Ilvi mit unseren Töchtern spielt und wie die Kinder lachen und froh sind, und wünsche mir von Herzen, dass sie eine glückliche Kindheit haben und wirklich sehr, sehr viel Segen erleben. Ich genieße es von ganzem Herzen, sie zu umarmen, sie festzudrücken, ihre strahlenden Gesichter anzuschauen. Und für mich ist das, wie vielleicht auch für viele Mütter, einfach ein heiliger Moment, wenn ich meinen Kindern beim Schlafen zusehe. Nicht nur, weil du den Weg bis dahin kennst, aber auch einfach diese Ruhe und dieser Frieden. Und ich bete, dass unsere Kinder und eure Kinder einfach wirklich auch diesen Frieden im Herzen und im Herzen tragen in ihrem ganzen Leben, ja? Den sie beim Schlafen ausstrahlen. Ja. Hast du abschließend Worte für Frauen oder für ein Ehepaar, die sich Kinder wünschen, aber bislang noch keine Kinder haben können oder haben? Ja, erst würde ich sagen, ihr als Ehepaar müsst euch entscheiden, ob dieser Kinderwunsch euch zusammenbringt oder ob er euch auseinanderbringt. Wundern tut es mich nicht, wenn sowas passiert. Aber ich glaube, so verschieden wie wir als Mann und Frau damit umgehen, Gott hat sich vorgestellt, dass wir im Team arbeiten und zusammen können wir auch Krisen wie diese meistern. Dann auch teilt euch mit, wer es nicht vor der Gemeinde oder irgendwie in größeren Kreisen tun möchte, kann es einfach in der Familie sagen. Ich glaube, Geheimnistuerei ist oft schwer zu tragen. Und wenn wir uns mitteilen, wie er es schon gesagt, dann öffnen wir uns und anderen die Möglichkeiten, Wunder zu sehen. Auf jeden Fall, ja. Ja, und eine Bemerkung, die immer wieder mal kommt, ist, also wir haben ja Gottes Wort sehr ernst genommen oder auf seine Verheißung gebaut, als ich dann schwanger wurde. Und dann kommt immer wieder auch die Bemerkung, naja, für euch hat es funktioniert, aber bei uns nicht, oder das funktioniert halt nicht bei allen. Ja, funktionieren Verheißungen für uns alle? Funktionieren die immer und gleich und zu jeder Zeit? Ich weiß nicht, ob es um Funktion da geht. Ich weiß aber, dass Gottes Wort wahr ist. Ich weiß, dass seine Verheißungen uns allen gelten. Ich weiß, dass er für uns alle ein offenes Ohr hat und dass er jede Träne sammelt, dass er jedes Gebet hört und dass er wirklich unsere Herzenswünsche von Herzen wahrnimmt. Danke, Anja, für deine Geschichte. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast. Schön, dass du, liebe Zuschauerin und lieber Zuschauer, dabei warst. Dies war wieder einmal Frauen wie wir, glauben und leben.